Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf dem Gelände der Feuerwehr stehen ein paar Schmuckstückchen rum. Und ja, ich gucke mir jetzt mal rüber, die sind schon dabei mit der Versteigerung. Reifen können gewechselt werden, aber ja. Nicht so schnisch nach Schnuck. So, also wenn man muss. 15.000 ist das Startgebot. 30.000. 30.000. 35.000. 42 vom Herrn Neumann, 50. 44 von Herrn Müller, 50 von Herrn Diesel, 51, ja. 80.000. 80.000, Herr Diesel. Noch jemand mehr? Dann zum ersten, zum zweiten, zum dritten, da steigert an Herrn Diesel für 80.000. Yes. 80.000, ein Fahrzeug, hast du Lack getroffen? So, dann ist aber ist aber gerade noch so billiger als der Neukauf. Ja, woher willst du das denn wissen? So, dann gehen wir mal weiter an den MAN-TGS. Sind die Preise eigentlich Inklusteuer oder Exklu? Inklusive, weil die Stadt, die Stadt kann ja keine Steuern einnehmen. Ah, ja, ja, das ist kein TGS. Doch, das ist ein TGS, 18.500. Nein, das ist ein F2000. Ah, da steht aber... Das sind zu teuer sogar. Wo steht das denn? Wenn du einsteigst. In den Fahrzeugbriefen. Ja. Gibt's dafür denn ja auch Interessenten? Das Startgebot hierfür liegt bei 30.000. Wie viel PS hat denn der? Können Sie das mal kurz sagen? Der hat, ja, warten Sie kurz, ich schau mal kurz in mein Handy noch nach. Der hat 414. Danke. Ja, okay, nee, dann ist er für mich raus, hat Rad mehr. 30.000 liegt hier das Startgebot. 31. 31 bei Herrn Diesel. Oh, hei, hei. Weitere Interessenten? Nee. Herr Diesel, Sie rüsten zum neu ersten, auf, habe ich das zum Gefühl. Zweiten, zum dritten versteigert an Herrn Diesel für 31.000. Oh, der Eicher. Der Eicher. So. Dann haben wir hier einen Unimog. Er startet mit 10.000. 11.000. 12.000. 12. 13. 14. 13 Diesel, 14 Müller. 15.000. 16.000. 16 Müller. 20.000. Um den linken geht's gerade, oder? Um den hier. Ja, okay. 20.000 vom Herrn Reisex. 21. 21, Herr Müller. 23. 22. 24, ja. 25. 25. 26. 27. 27. 35. 35 vom Herrn Baruna aus dem Hintergrund. Zum ersten. Viel Spaß damit. Zum zweiten. Die teurer als Herr Markus. Verkauften für 35 Unimog. Und 30. Ich wollte jetzt nur ein bisschen den Preis für die Gemeinde hochtreiben. Kann man nicht neu kaufen. Geil. So, dann gehen wir mal. Ist das ein Einzelstück, Herr Neumann? Das sind Einzelstücke. Ah, in 5 Jahren sind die noch einiges mehr wert. Ha. Die kann man doch nicht, ein Schnäppchen. Die kann man bei gar keinem Händler aktuell kaufen. Nee, da musst du echt, das musst sind, echt gucken. Das sind Schmuckstücke. So, dann gehen wir mal hier weiter zu. Was macht sie denn hinter mir überhaupt, Herr Müller? Den anderen. Ich hab nur gerade geguckt, wie durchgerostet die. Drin gesessen, ey. Die sind top repariert. Ja, ja, ich hab's gesehen. Also die sehen wirklich mit Originalteilen. Ja. Der Runa testet schon sein Modell. Oh. Ja, ich saß noch nie drin. Meinen Sie, ich hab mir den angeguckt. Ich hab mir was ganz anderes angeguckt gehabt. Gut, bei den roten Unimog machen wir jetzt weiter. Der fängt ebenfalls mit 10 an. Bitte. 35. Ja, Herr Diesel, 35. 36. Hä? 37. 36, ja. 38, 39, ha. Nee, das ist nicht Leon. Ernst. Also 36 Neumann. Nee, ey, ich 37. 37, 40. 40. Ja, 41. Also, so viel Geld habe ich wie viel? Gar nicht. Herr Neumann? 41. 41, 42. Ja. 42. So viel Geld habe ich nicht. Also, 41, 1. Wir sind doch schon bei 42, Herr Neumann. Achso, 42, 1. 42, 1. 42, 2. Ja, ne. 43. Ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, dass die 43, so teuer sind. 42, 4. Ich hab gar kein Geld mehr. Ja. 42, 5. Ganz schön viel Geld hier. Klappe halten.
an. 45. Wahrscheinlich läuft es noch auf diesen schwulen Bauernsohn bei mir heraus. Ich halt die Schnauze. 45. Hey. 45. Herr Müller. Komm mal hier, kein Macker, Junge. Und zwar Lukas Müller. Ne? Wenn sie eine Beleidigung wegen, eine Anzeige wegen Beleidigung kriegen, haben sie ein Problem, sag ich. Ich hab den Traktor, ich hab mit dem Traktor geredet. Nee, solche Beleidigungen will ich hier nicht hören. Ja. 47 zum Ersten. Warte, wer? Müller. Ja, kann man die eigentlich neu kaufen? 47, 2, nein. In Einzelstücke, Jürgen. 48. 48 zum Ersten. 49. Hab ich mir auch halt aus 49, 1. Ach ja, da! 50-1! 50-1 zum Ersten. 50-2! 50-3! 60-4! 60 von Herrn Diesel. Ja, Alter, habt ihr Geld zu viel? Habt ihr Diesel zu Hause? What the fuck, ey? 61 zum Ersten. 60-1! Ja. Wie viel hast du den gekauft? 35! 61-1! Kauf den für 35-2! 61-2! Können wir nachher quatschen, ja. Gemacht. Wir quatschen nachher. 61, wir müssen jetzt 5, in 500er Schritten, bitte. So. 61,5. 61,5. 62. 62. 63. Alter, ihr seid Kirschweiner bei 1K. Nee. Ja, 1K. Na Mann, das ist jetzt deiner. Also den, danke. Für den Preis. Den ersten. Den zwei Stücke. 63. Und 64. Oh, du hast doch gar kein Geld. 65. Alter. Du hast doch nicht mal das Geld, um Aufbauten dir zu leisten, Junge. Im zweiten, zum dritten verkauft für 65.000. Oh, danke. Neumann. Junge Neumann. Leute, ich verstehe das gar nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen den zwei, außer die Farbe? Gar nichts. Nichts, nur vorhin wollte keiner weitergehen. Das heißt, die hatten das Glück. So, also, außer der vergoldete. Das Problem ist ja, ich wollte den gar nicht haben. Ja. Kannst du weiterverkaufen an Jürgen, der hat so einen Bedarf. Volker, ich würde auch, Varuna, ich würde auch gerne abkaufen. So, dann gehen wir hier zu diesen Einzel. Jetzt machen wir erstmal hier fertig. Also hier. So, wir haben hier eins der Schmuckstücke hier, diesen Eicher. Er beginnt tatsächlich nur mit 8000. 9000. 11.000. Müller? 13.000. 13 mit Neumann. 15. 30 Diesel. Diesel 30. 31. Ja, 32. 32. 34. 36. 40. Diesel, wo hast du das Geld gewonnen? 43. 43. 42 habe ich gesagt. 45. 46. 47. 48. 50, okay. Oh, okay. 70. 70 von Herrn Diesel. Ja. Was? Hast du Lack gesoffen? Was? Was? Hast du Lack gesoffen? Der ist ein Oldtimer, Junge. 71. 36 oder was? 71. Da brauchst du 5 Stunden, bis sie oben ist. Zum Ersten. Ach so. Nochmal als das Tipp. Das wird ja auch nochmal ein Sonntagsfahrzeug. Die Fahrzeuge sei doch mal leise hier. Direkt gekauft, bezahlt werden dann. Nur so als Tipp. 71, Herr Neumann. Jürgen, wie viel Geld hast du? Zum Zweiten. Zum dritten verkauft. Ja, danke. Ja! Nicht schlecht. So, dann haben wir hier den von dem Unimog kann ich mir noch gerade so leisten. Es gibt da so eine alte Bauernweisheit. Herr Neumann, lassen Sie uns das Fahrzeug da mal bitte stehen. Und den Traktoren, die von Massey Ferguson sind. Aber beim MB-Trakt den schon. So, wir machen jetzt hier mal weiter bei den MF hier. Auch ein sehr schönes Modell. Der geht bestimmt auf 100.000. Ja. Nee, glaub, MF glaube ich schon. Nicht. Nee, der MB-Truck gleich. Aber auch der. Ach so, das was denkt sein. Ihr zum Deutz? Gut. Das wird mein Sonntagsfahrzeug. Der beginnt bei 10.000. Der schöne hier. 12. Zum Ersten. Zum Zweiten. Zum Dritten verkauft. Ach so, nochmal eine Frage. Wie schaut denn das aus wegen Export? Dürfen die dann exportiert Nein. werden? Also, nein. Das wollte ich nur wissen. Könnte ja sein, dass jemand damit jetzt Geld machen will. Sind nicht verkaufbar. So, dann gehen wir hier weiter zu den 390T. Der ist wert 15.000. Der Erstgebot. Interessenten? 16.
16,5. 5? Olga! 16,5. Im ersten. Im FN. Im zweiten. Und dritten. Ja, weißt du, Jürgen, den hatten wir mal früher selber. Deshalb, den hatte ich, deshalb wollte ich den haben. Oh. Als in Kindheitserinnerung. Ja, ja. Das war noch Zeit. Damit sind wir immer am Samstag in den Wald und haben Holz gemacht, weißt du? So, dann gehen wir mal zu dem Case Pro. Der ist noch relativ gut in Schuss. Was heißt für Sie? Der beginnt mit 20.000. Interessenten? 33. Oh, Junge. Boah, der hat Geld. Der hat ganz Geld. Ich glaube, bei dem sollte man eine Steuerprüfung machen. 33.000 für den Case IH Pro. Alter. Oh. 32 zum ersten, zweiten und zum dritten verkauft. Oh. Dann gehen wir weiter zu den Deutz Torpedo RX 170. Wo startet der? Ich auf meinen. Sie gleich. Er beginnt bei 10. Ja. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 4 Euro. 16. 17. 18. 19. Nee, Kartoffeln. 40. Der Lackgesoffene. Hat sich von Herrn Müller geboten. Von Herrn Stefan Müller. Zum ersten. Zum zweiten. Herr Lukas Müller, kein Interesse mehr. Ja, nee, bei dem Preis. Ich hoffe, da kommt noch mal in Zukunft was. Also, nee, bei dem Preis. Verkauft. Der hatte noch immer 4.000 für eine Bordwand. Und jetzt für 40.000 Traktor kaufen. Ja, moin. Ja. Ist der hier eigentlich auch verkauft? Werden die Versteigerungen öfter stattfinden? Ja, an mich. Hm, okay. Wenn wir Fahrzeuge finden, ich hab hier Fahrzeuge dann gekauft. Werden die auch verkauft. Ich hoffe, du kannst ja auch zahlen. So. Kann ich auch. Dann gehen wir hier nochmal zu einem weiteren Schmuckstück von Mercedes-Benz. Oh, geil. Ist ein MB-Truck. Wir haben auch herausgehört, dass es da sehr viel Interesse gibt. Ihr braucht nicht stöhnen. Wer bekommt da gerade einen? ich beginnt bei 5.000. Welche zwei bekommen da gerade einen? 15.000. Herzinfarkt. Wie viel? Julian. Herr Drissler. 15.000 ist der Startgebühr. 30. 31. Warum habt ihr Lack gesoffen? 31 von Herrn Müller. Was? Wie viel? 31 hast du gesagt. Ja. Im ersten. Im zweiten. 32. 33. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 43. Ich bin raus. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Gibt es den zu kaufen? Nein, es gibt gar keinen von denen. Oh! Ich kaufe mir den in China. 51. 52. 53. 60. 61. Ich bin raus. 61 zum ersten. Darf man das Geld schon direkt... Nein, gleich, wenn die zum zweiten, durchgegangen sind. Zum dritten. Ja! 61. Steigen Sie mal jetzt aus dem Fahrzeug aus. Das gehört noch nicht Ihnen. Mann. Darf ich das Geld Ihnen jetzt schon überweisen, also gleich anweisen? Was ist denn? So. Ja, ich habe mal Betrag, ja. Die ersteigerten Fahrzeuge werden geliefert. Und dann sind die Gelder zu zahlen. Darf ich den auch abholen? Wenn Sie was da haben, dann geht das auch. Hab ich habe einen Tieflader mitgebracht. Aber ich glaube, die meisten sind selber hergefahren. Ja. Muss man mit rüber? Ich kann auch jemandem gleich das Fahrzeug noch mitnehmen, wenn er will. Wir haben Tieflader da, wir können liefern. Herr Trisser, ich gebe Ihnen jetzt schon mal das Geld. So, also. Ja. Was zahlst du für die Rübe? Die wollte ich tatsächlich nicht. Ich gebe dir 200 mehr. Hast du 200 plus gemacht. Ein bisschen wenig. Also ich habe gerade ehrlich auch überlegt, ob ich ihn allen noch anbiete. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil der andere ging für was ging der weg? 80? Ja. Ja, also, weißt du. Da juckt es mich schon, ich brauche das Kapital. 36.
Na, fährst du mir... Ne, warte, den kann ich selber fahren. Ja, okay. Mach mal. Ich kann auch mit dem runterfahren. Ja, ich bin mit dem Ding, mit dem Diesel hochgefahren. Also. Von dem her, einen kann ich fahren. Dann fahre ich den MF. Ich bin mit der Polizei hochgefahren. Ja, ich fahre den MF. Dann ja gut, schickst mir die 36 rüber, dann... Jo, mach ich. Gut. Geh mal wieder rüber. Jo. Gefällt dir der Rote? So nach dem Motto, du wolltest den haben. Unimog. Nein. Rot, dann das fährst du 63. 63. Alter, ich hab so vier ja. Stück gekauft. Den hier. Dann einmal den hier und dann die zwei da vorne. Alter. Ja, hast du irgendwie Lack gesoffen dieses Mal? So, ich hab im Lotto gewonnen. Bis dann. Ja, ja. Dann gehen wir ein bisschen was ab. Jo, mach mal. Danke. Tschö. Tschö. Marcel? Ja, Herr Müller. So, liebe Leute. Auktion ist vorbei. Ich habe wenigstens nochmal 1000 rausgeholt. Natürlich nicht so die Schmuckstücke hier an Land gezogen, aber der MF, wie gesagt, Kindheitserinnerung, der musste jetzt einfach mal sein. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.